Mein Name ist Fritz Albert Paul Jordan. Geboren am 16.11.1925 im Vorort Zoch in Berlin. Während der Fahrt man musste ja damals zum Landjahr. Wie war das denn bei Ihnen? Naja, wir machten ja alle Schule, also Volksschule. Und als die Schule um war, musste man ein Jahr zum Landjahr. Und dann kam ich zum Bauern. Mit Schweinen umgehen, mit Kühen umgehen, Rinderzucht lernte ich kennen, die Pferdezucht lernte ich kennen, den Hühnerhof, aber da war ich nicht so begeistert. Meine Sache war mehr für Schweine und Pferde und Rinder. Hier in Wetter haben Sie auch Ihre Frau kennengelernt. Als junge Leute sind wir zum Tanzen gegangen und hatten, wenn wir einen Korb gekriegt haben, was ja schon mal passiert, den immer einen Pfennig hingelegt. Bei der Dame, von der man den Korb gekriegt hat. Und ich fordere eine Dame auf. Und die gibt mir einen Korb und ich lege den Pfennig hin. Da sagte sie, nein, ich habe diesen Tanz schon versprochen. Ich sage, wer ist das denn, der da an der Theke steht? Und das war mein Freund, der hieß Werner. Ich sage, bist du denn bescheuert? Forderst eine Dame auf zum Tanzen und bleibst hier stehen an der Theke und trinkst ja. Und da sagt er, tanzt du damit? Ja, und da habe ich getanzt, das wurde meine Frau. Ja, und wir waren glücklich verheiratet. Wir kamen eine Tochter, die sitzt da, ja, und alles super. So langsam kamen ja die Wirtschaftswunderjahre. Haben Sie dann auch Ihre ersten Reisen gemacht? Also, erste Mal Italien in Regione Urlaub gemacht, aber man brauchte ungefähr so 2 Tage. Wir wollen in der Schweiz übernachten und sind in so einer Privatpension und da war so eine ausgestopfte Eule in diesem Schlafzimmer. Und meine Frau sagt, da schlafe ich nicht. Die guckt mich die ganze Nacht an, die Eule, da schlafe ich nicht. Und mein Kollege, der war Rektor und der sagt, Fritz, ich gebe dir ein Zelt mit, wenn nichts ist, dann baust du das Zelt auf, dann kannst du da schlafen. Zur Not. Also Zelt aufgebaut, Luftmatratze. Das war nur mal so nebenbei.